So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geotastic. Ich meine Worker and Resources. Willkommen, willkommen. Ja, ich habe gerade gesehen, wir bauen ja jetzt hier und der fährt nicht. Ja, das ganze Ding, was wir hier am Anfang mühselig geplant hatten, ist nur darüber angeschlossen. Also der kann gar nicht woanders hin. Das erklärt natürlich auch, warum sie gerade nicht fahren. Ich würde das jetzt so ein bisschen aufsplitten, weil hier fährt ja viel, dass wir es doch auf der Seite da dran lassen. Würde es mir auf jeden Fall gefallen. Und ich kann irgendwie die Infrastruktur hier nicht löschen, warum auch immer. Ein oder mehrere Fahrzeuge befinden sich auf der Kreuzung. Ich sehe keins, aber okay, wenn er der Meinung ist. Okay. Ich würde das aber trotzdem dann erstmal... Wahrscheinlich, weil der schon einen Millimeter rausgefahren ist. Der kann nicht gelöscht werden. Es gibt mehr Fahrzeuge, die sich zu oder über diese Kreuzung bewegen. Okay, also ich glaube, das ist ein Bug. Dass ich das hier nicht löschen kann gerade. Wir können mal versuchen... Okay. Aber jetzt kann ich wenigstens das hier erstmal wegnehmen. Das ist ja viel wichtiger. Und... Ja, dann müssen wir hier erst gerade bauen und... dann rumgehen. Geht nicht. Ist zu krass der Winkel. Na gut. Dann nur so. Aber warum ich das hier nicht verbessern kann... Sieht auch noch nicht schön aus. Aber ich kann es nicht... Also irgendwas hat er. Irgendwas stimmt da nicht hundertprozentig. Na gut. Hierhinter fahren ja dann Schienen lang. Ich würde das trotzdem hier drüber angebunden lassen. Ich sehe, wir müssen... Ja, das ist... Assy-passy wieder. So. Dann haben wir hier ein bisschen Platz gewonnen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Platz hier machen werde. Aber falls wir irgendwas für die Uni oder die Schienen brauchen, haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Reserve. Das ist, denke ich, ganz gut. Damit kann ich leben. I can live with this. Okay, dokele. Oh, ich komme um. Ich komme so um bei der Hitze. Ich hoffe, meine Entscheidung werde ich nicht später bereuen durch die Hitze, dass ich hier Mist gebaut habe und vielleicht denke, boah, warum habe ich das denn so gebaut und nicht so oder so? Und wir wissen ja, renaturieren, während die bauen, war besser, nicht? Oder in der Planungsphase. Weil man da noch mehr zurückbekommt. Probieren wir das doch noch. Ob wir das hier schaffen. Ich glaube, je kleiner ich den Pinsel mache, desto mehr Lücken kann ich durchaus erreichen. Kann das sein? Das sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Oha. Oha. Oh, gut. Blöd immer, wenn es einmal im Monat sich halt zurücksetzt. Das kriegen wir auch noch weg.
Hier kriegen wir noch einiges weg. Sehr gut. Da oben. Ja. Kriege ich hier vielleicht ein bisschen was weg? Nee. Also das ist in Stein gemeißelt hier. Wie scheint der Sand? Obwohl, wenn man lang genug drüber geht, dann springen doch noch manchmal kleine Felder um. Ich meine, das macht schon viel aus, wenn man von oben einfach viel weniger von diesem Sand sieht einfach. Sand. Du, Sand. Du. Oh, Sand auch du. Oh Mann. Sandiba. Aber hier kommt man wirklich nicht zwischen, oder? Oder? Nee. Selbst mit kleinem Pinsel passiert hier nichts. Hier aber. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man einfach schnell den Pinsel wechselt, dann kriegt das Spiel diese Berechnung nicht hin. Und dann macht das das einfach. An Stellen, wo es normalerweise bei langsamem Rübergehen nicht kann. Oder so. Aber hier scheint alles einfach wirklich voller Sand zu sein. Da kommen wir nicht drum herum. Gut, den Stadtpark hier, den kriegen wir vielleicht noch schöner hin. Dann machen wir auch ein paar Pavillons und sowas. Vielleicht ein paar Hecken oder so. Da können wir noch ein bisschen was verschönern. Achso, was brauchen wir hier noch? Ganz wichtig. Klar haben die jetzt eine geplante Zugverbindung, aber die brauchen auch auf jeden Fall eine Busverbindung. Kriegen wir den hier dazwischen? Da ja. Da nicht. Doch. Perfekt. Und von der Busverbindung können wir nämlich hier hinten direkt ran. Und hier auch direkt. Ah, das geht wieder nicht dahin. Ah, schade. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Vielleicht, wenn wir es umgedreht machen. Von der Ecke. Dann könnten wir da hin. Okay, wartet. Wenn wir das erst wegmachen, dann könnten wir nämlich da hin. Wartet. Das, so um geht's. Okay, und dann können wir da ran. Aber nur links oder rechts, warum auch immer. Da ist ein Verbindungspunkt, ein dicker. Den nehmen wir weg. Und das reicht doch. So, denen fehlt jetzt noch was Wichtiges, und zwar der Müllplatz. Da habe ich die ganze Zeit drüber geredet und da habe ich keinen gebaut. Aber ich würde sagen, genau hier gegenüber der Müllplatz an der Uni passt. Alles versorgt. Und die Studenten kriegen noch einen Anschluss nach da hinten, wenn sie da zum Zug wollen. Alles klar. Müll haben sie. Dann brauchen die hier... Ich mache denen einfach nur einen Stromanschluss, auch wenn wir den vielleicht nicht wirklich brauchen würden. Und der kann nämlich ganz wunderbar hinter Müll hier versteckt werden. An der Seite. Machen wir es so.
Und dann reicht natürlich der Weg nicht. Okay. Schade. Zu kompakt ist auch nicht gut. Machen wir es hier hinter. Haben wir auf jeden Fall für den Weg mehr Platz, um ranzugehen, und dann ist gut. Das letzte Abwasser ist da hinten. Das heißt, hier ein Abwasser würde sich wunderbar anbieten. Da haben wir auch den Anschluss, aber wir haben natürlich die Pumpe nicht gebaut. Genau in die Richtung nicht. Ich nicht gedacht hätte, dass wir da in der Zukunft so schnell ran müssen. Die Wege zeigen nach da, also müsste die Pumpe nach dort. Und ich würde hier hinter aber direkt noch eine Verzweigung setzen, sicherheitshalber. So, falls wir nach links und rechts noch mehr anschließen müssen. Und dann Abwasser, 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 Abwasser. Ich meine, die hier hinten haben, glaube ich, Abwasser, ein eigenes. Wegen dem Gefängnis, wegen des Gefängnisses. Wenn man es richtig machen will. Genau. Da kann ich auch nicht tauschen, da kann ich auch nicht tauschen, da kann ich auch nicht tauschen. Das dauert eh echt ewig, dass das Abwasser gebaut ist. Wir können mal gucken, wenn wir den Weg anders aufziehen, vielleicht eher so. Aber der kennt, doch, der hat einen Mittelpunkt. Ja, ein bisschen schöner. Auch wenn es eigentlich unpraktischer ist, nicht wahr? Zumindest für die Leute, die da lang müssen. Wow. Und hat kein Trinkwasser, ja? Das ist okay. Keine Studenten in diesem Wohnheim. Die haben Trinkwasser? Nö. Und die haben nur geplant das Abwasser. Wollte ich doch wohl sagen. Okay, und Trinkwasser wäre hier. Da brauchen wir also nur eine Verzweigung. Trinkwasser ist immer so schön einfach. Hier wäre ja noch eine Pumpe dann unter Umständen notwendig. Können wir das vielleicht... Passt da eine Pumpe hin? Hier? Hier würde eine Pumpe genau hinpassen. Okay. Dann könnten wir nämlich das Wasser hier hinsetzen. Und dann Wasseranschluss. Dann nehmen wir den großen... auf Höhe dieses Gebäudes. Ja. Wenn wir die noch vielleicht parallel setzen, dann sieht es vielleicht noch ein Ticken charmanter aus. Nehmen wir es mal charmanter. Und dann Rohr. Ja, die bauen eigentlich kein großes daran, aber von hier auf jeden Fall ein großes. So. Und stimmt, Stromkabel müssen wir noch ziehen. Habe ich vergessen. Und hier, ich weiß nicht, ich mache ein mittleres. Ich habe so ein Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen mehr verbrauchen würden hier. Und bestätigen das. Bevor ich es aber vergesse und mich dann wundere, warum die kein Trinkwasser kriegen, hier noch den Weg daran. Lieber so. Oh, was ist das? Ah, das Ding hat keinen Anschluss. Okay, auch vergessen. Ja, dann so. Du bist verbunden. Du bist verbunden. Dann haben die hier Wasser und Abwasser in der Ecke und das Stromkabel. Gehen wir von... Shit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir von links noch einmal weggehen müssen. Aber müssen wir.
wenn wir das vielleicht so machen. Gebäude im Weg. So. Dann kommen wir da auch seitlich an einem vorbei. Und sind glücklich. Jetzt gucken wir mal. Ist denn der Strom hier inzwischen fertig? Hohe Priorität. Bist du kein Transformator? Habt ihr keinen Strom? Ah, das ist nicht gebaut. Warum nicht? Weil es keinen Weg hatte. Oh, oh. Ein Feuer. Ach du Scheiße. Okay. An sich haben wir Öl, aber ich habe vergessen, die Wege zu bauen. Das ist ein Klassiker. Okay, wer brennt? Ah ja. Gut, wir brauchen hier gar nicht so viel Feuerwehrleute. 6 reichen. Mehr transportiert der Bus, glaube ich, eh nicht hier nach vorne. Aber da haben wir den kleinen alten Bus auch noch schön mit eingebunden. Der kann eine Aufgabe erledigen, der freut sich. Alles schick. Alles wunderbar. Uni ist fertig. Und da könnten wir auf Forschung gehen oder erstmal die Leute dann ausbilden lassen. Ich würde dafür eine neue Buslinie, glaube ich, einführen. Wir müssen eh die Buslinien vielleicht überdenken. Dass wir die aufsplitten zwischen Stadtlinie und Arbeiterlinien. Dafür bräuchte ich aber ein großes. Und das brauchen wir so oder so. Ein großes. Ein großes. Ein sehr großes. Ein absolut extrem großes. Bis dann nochmal, Moment. Ein großes. Wo ist es denn? Busbahnhof, Werkstatt, technische Dienste, Depot. Da. Ein Depot brauchen wir. Schlaf schön. Und schwitz nicht so viel. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Das könnten wir natürlich hier irgendwo mit unterbringen. Das wäre auch ein bisschen zentraler, theoretisch. Oder halt doch auch hier einfach mit. Aber falls wir hier was erweitern wollen, dann baue ich mich hier zu. Auch blöd. Hier könnte ich es mit anbinden, aber hier war Strom irgendwo. War grundsätzlich eigentlich eine praktische Stelle. Dann stellen wir das einfach schräg. Und bevor wir, obwohl es da nicht so relevant ist, die geht ein Stück nach links, die geht ein Stück nach rechts und dann stehen die so ein bisschen gegenüber. Und die Tankstelle kann auch mal Kiesstraßen bekommen, nicht wahr?
Okay. Für 127.000 exportiert, nur minus 4.000 gemacht. Wir schrammen knapp an der Million rum. Das hier wird auf jeden Fall nochmal teuer mit dem Stahl. Straßen sind ganz gut gebaut. Vielleicht für die Feuerwehr wäre gut, wenn wir das hier noch bauen auf jeden Fall. Falls sie in die Richtung muss, dann haben wir ein bisschen mehr schnellere Reichweite. Ja, der steckt jetzt hier fest kurz. Da muss er durch. Da muss er durch. Und wir können ja schon mal Busse kaufen. Wir haben ja noch irgendwo das alte hier. Das kann dann nämlich auch weg. Und ich würde sagen, das... Ich finde, das sieht immer so... Oder die gelben oder die blauen sehen immer so nach Schulbus aus. Die können aber 83 Personen transportieren. Und in der Stadt nur mit 60 finde ich eigentlich okay. Holen wir mal 3. Wo kann er nicht hinfahren? Wo will er hin? Zur Tankstelle. Ja, okay. Du kommst nicht raus, weil... Wo willst du hin? Ach, da kann er nicht vorbeifahren aktuell. Okay, ich hoffe nicht, dass es brennt. Sonst werde ich mich wieder aufregen, weil ich vergessen habe, dass das schuld ist. Die Autobahnstraße ist auch schon vorgesehen. Noch nicht doppelspurig, Kies, aber beschleunigt die Sachen ungemein. Als nächstes würde ich, glaube ich, die, wenn wir alles andere fertig haben, bauen. Das kostet ja nichts. Hier können wir schön Springbrunnen und sowas hinstellen. So. Und die anderen beiden, eine Schiene könnte nach oben gehen oder auch nur hier für die Ankommenden sein, dass wir, vielleicht bauen wir einen Bahnhof hier hin, einen hier hin, fahren hier unten ran. Dann mit der anderen Linie nach hier, mit der anderen nach da und mit der vierten nach hier oder so. Oder wir führen sogar hier zu den Arbeitern, aber hier arbeitet keiner, nicht? Die 15 Leute, die brauchen keinen Zug. Ja. Okay. So, unsere neue Stadtlinie. Also, ihr fahrt von... Eigentlich fahren die von hier los und das ist auf der rechten Seite. So, dann kommen sie wo vorbei, würde ich sagen? Hier. Dann fahren sie einmal hier. Oder? Nee. Die kommen hier vorbei. Dann fahren sie... Oder fahren die... Ja, ist auch... Die sind alle immer auf der falschen Seite. Nochmal. Habe ich alle gelöscht? Okay, ich habe alle gelöscht. Also, wir fangen mal hier an. Dann fahren wir dahin, dann fahren wir dorthin, dann fahren wir dorthin, dann fahren wir dorthin, dann dorthin, dann dorthin. Und dann fährt er wieder zur 1. Haben wir einmal alle Stationen, soweit ich das sehe, angebunden. Nee, die nicht. Die liegt zwischen 5. Und 7. Und 6. Okay, zwischen 6 und 7 kommt die noch rein.
Warte mal, aber... Dann fahren wir 4 und dann fahren wir 5 an. Dann fahren wir 6 an, dann 8. Ist ja auch irgendwie doof. Das ist ja unnötig, der lange Weg. Eigentlich will ich von 6 zu 8. Achso, und hier gibt es keine Straße. Deswegen fährt er da nicht lang. Das macht Sinn, dass wir ihm die Straße zurückgeben. Hat er immer noch nicht den Gehweg da abgerissen? Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, hier sind auch irgendwelche... Ah ne, es sind Schilde nur. Oh, so. Auch krumm und schief. Ja, der Übergang von dem zu dem ist halt, wie es ist. Und da, ist das so ein Verbindungspunkt? Nee, das ist einfach nur ein dummer Knotenpunkt. Ja, das sah vorher besser aus. So. Aber dann die 7 nochmal weg. Dann die 7 nochmal weg. So, nach der 6 nochmal die 7 hinzufügen. Ich fährt trotzdem da lang. Warum nicht hier lang? Weil hier immer noch keine Anbindung da ist. Oh, habe ich komplett übersehen. Das habe ich komplett übersehen. Ich dachte, das ist dran. Shitty. Jetzt wird das hier natürlich mit dem Gehweg scheißi. Gut, aber andererseits ist das hier oben ja auch blöd gewesen. Vielleicht können wir das... Ich weiß eh nicht, wie das später mit der Schiene wird. Ob das ein Problem ist. Ich glaube, wir müssen mich da den Gehweg auch einmal abreißen vorher. Bevor wir da bauen können dann. Hier hätte ich zum Beispiel eher so eine Konkave oder sowas. Aber kann man leider nicht machen. Ah, blöd. Blöd, 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 blöd. Also das sieht hier doof aus. Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ändern. Die Straße kann ja hier eigentlich in einem Bogen laufen, oder? Muss ja nicht immer alles so gerade sein. Ich baue viel zu gerade in diesem Spielstand. Weiß nicht wieso. Da sagt man sich, ich baue nicht am Raster und da baut man selber sich sein eigenes kaputtes Raster, was nicht hilft. Ohne mal auch eine Schräge oder sowas drin zu haben. Oh, das sieht schon... Sieht schon echt beschissen aus. Aber okay. Jetzt kann er anders fahren. Und eigentlich kommt er nie an der vorbei. Das ist aber schlecht, weil das die für die Shopping Mall ist und die Studenten. Okay, wenn wir da anfangen. Wir fahren von der 7 zur 6. Zu der... Dann fahren wir trotzdem wieder zurück. Finde ich auch doof. Hier fahren wir geradeaus, da fahren wir einmal nach links, auch nicht so geil. Wir können das später ja zu Einbahnstraßen machen, dann müssen die immer eine gewisse Richtung fahren. Okay, aber ich würde sagen, wir probieren es erstmal, ob es überhaupt geht. Und das soll nur ein Kinder ohne Abschluss, Kinder mit Schulabschluss, ich weiß gar nicht.
Arbeiter ohne Abschluss. Na, eigentlich soll der auch alles transportieren. Ein Gebäude brennt. Okay, welches? Boah, aber er hat es auch echt hierhin auf die Stelle abgesehen, nicht wahr? Ja, 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 jetzt kommt natürlich die Feuerwehr nicht raus. Ach, leck mich doch, Alter. Fick dich, Spiel. Wirklich, hat... Der sucht sich auch extra die Gebäude aus, so. Dieses Spiel, ja, die Stelle wird's. So. Hä? Sind keine Feuerwehrleute drin, oder was? Hast du keine hingebracht gerade? Er kommt doch gerade an und liefert eigentlich Feuerwehrleute ab. Warum hat er denn keine Feuerwehrleute mal dabei? Wirklich einmal, dass es funktioniert, sowas hätte ich gerne. Oh. Damit das Spiel aber gar nicht erst auf die Idee kommt. So. Jetzt habe ich natürlich wieder die Linie nicht geplant, nicht wahr? Aber hier hinten, die waren fertig. Okay. Ich mache die Linie nochmal neu. Irgendwie gefällt mir die nicht. Also, wir kommen auf jeden Fall von der Station zu der Station. Dann könnten wir zu der und zu der. Dumm. Von der hier zu der, dumm. Von der hier zu der. Zu der. Zu der. Zu der. Zu der und zu der. An der kommen wir nicht vorbei. Hey. Ey. So. Dann fahren wir alles einmal an. Und jetzt nochmal, wem wollen wir mitnehmen? Also keine Passagiere und Touristen auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich könnte auch die hier ansteuern noch. Dann würde die wieder Sinn machen. Ich will ja eigentlich nicht, dass Studenten dahin kommen. Andererseits könnte die da Arbeiter rausholen. Andererseits kriegt sie auch die Arbeiter von überall anders. Ich würde gerne sagen, zum Beispiel nur 10% Arbeiter einsteigen lassen. Ja, das geht natürlich nicht. Ich hoffe, die Menschen sind intelligent genug, ihren eigenen Weg zu finden. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann lassen wir mal die drei Busse hier rumtingeln. Und mal gucken, ob da die ersten Leute dann irgendwann ankommen. Wasser haben sie, Abwasser haben sie. Wasser und Abwasser haben sie. Und da sind sogar 4 Studenten drin. Und 9 Mitarbeiter. Okay, begrenzen wir das mal auf 10 Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Professoren. 84. Ja. Okay, und wir haben immer noch kein Öl. Die Pumpe ist noch nicht ganz fertig. Letzten Monat knapp nochmal Minus. Transportierst du Leute? Ja, Arbeiter. Steigen da durchaus aus. Er nimmt zu viel Arbeiter mit. Die nirgendwo ankommen. Okay. Da müssen wir die Linie doch nochmal überarbeiten. Dann müssen wir nochmal an die Linie ran. Okay, also von der 2
Eigentlich dann von der 7 dahin. Von der 7 dahin, dahin und so. Dann zurück. Und bei der 9 entladen, Arbeiter, aussteigen. Aber das ist doof, wenn das am Ende kommt. Okay, wir müssen die komplette Linie anders gestalten. Weil wir wollen ja nicht alle Arbeiter hier absetzen. Wir wollen ja die Arbeiter eigentlich... Wir wollen erst alle ansteuern, dann die Arbeiter hier absetzen und dann dahin. Okay, also, wir wollen zuerst hierhin. Dann wollen wir definitiv dahin und alle restlichen Arbeiter absetzen. Von hier könnten wir jetzt hier rumfahren. Okay, wir könnten hier raus. Und dann so rum fahren. Das verändert kaum die Linie zu vorher. Nur, dass wir das zuerst ansteuern. Also die Reihenfolge ist entscheidend. Und das hier ist eigentlich unnötig. Ah, wir nehmen sie mit. Dann können wir nämlich sagen, im Busbahnhof erzwingen auszusteigen. Und wir beladen uns mit allem außer den Leuten. Genau, und dann wollen wir nur nicht die Touristen und Co. noch mitnehmen. Okay, jetzt sind genug Arbeiter hier drin, da drin, aber keine Professoren. Wir sind unter 1 Million gerutscht. Und wir bräuchten, glaube ich, davon noch einen, aber der transportiert echt 82 Arbeiter hier hin. Das ist echt gut. Eine Epidemie. Was? Eine Epidemie? Schweren Infektionen. Nein! Immer noch nicht fertig. Was fehlt denn? Nur die mechanischen Teile und dann Stahl und Elektronik nochmal. Das dauert echt lange hier hinten. Arbeitslosigkeit zu hoch. Arbeitslosigkeit zu hoch. 33%, okay. 33% ist echt viel, weil wir zu wenig bauen. Da wollen wir doch mal ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machen. Und die eine Autobahn auf der einen Seite ausbauen. Und gut, die Auffahrt lassen wir mal, falls ich die verlängern will. Das hier wollen wir weiter bauen. Und bis hier auf jeden Fall. Und bis... Warum kann er von da nicht weiterbauen? Achso, weil da noch so ein Ding zwischen ist. Das wollen wir ja eigentlich nicht mehr. Das war mal von vorher. Das wollen wir nicht mehr. Und dann bis hier. Wobei wir hier runtergehen wollten, nicht? Okay, wartet, wartet, wartet. Dann machen wir das gleich richtig. Bevor ich das nämlich falsch baue. So.
Man, da wird echt nichts mehr davor gebaut, oder? Das wäre echt Verschwendung, glaube ich. Hier ist eine Tankstelle oder irgendwas. Gut, lassen wir ein bisschen Platz. Falls wir in die Richtung uns erweitern wollen. Und dann Parallelstraße. Klongsi und das sieht ja irgendwie nicht aus, als ob das eine Parallelstraße hier geworden ist. Also da hat er irgendwas gemacht, aber nicht das, was er sollte. Da geht er irgendwie nämlich so ab. Als ob das hier nicht passt. Ja, das passt nicht. Jetzt passt es. Mein Gott. Und Kiesstraße. Okay. Renaturierung, ihr kennt's. Zack, 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 zack. Klong, 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 klong. Klong, klong, klong. Und dann können die wunderbar alles bauen. Was sagt die Uni denn? Keine Professoren. Wir haben 3 Studenten. Abwassertank überfüllt. Warum? Weil das nicht gebaut wurde. Warum? Priorität. Ah, weil ich den Weg hier hinten abgerissen hatte. Okay. Dann kaufen wir nochmal ein paar Professoren ein, wenn es richtig ins Geld geht. Ich hoffe, wir kriegen dadurch neue Professoren. Sind halt nochmal richtig teuer. So, nochmal 100.000 rein investiert. Jetzt haben wir 128. Vielleicht kommt der ein oder andere ja bis zur Uni als Professor jetzt. Könnten wir... Ich würde gern echt sagen, die sollten lieber nur x% von Personen mitnehmen, nicht wahr? Aber es geht halt nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall zu wenig Industrien. Oder hier zu wenig Busse. Oh, das Ding ist fertig. Das ist gut. Dann können wir das endlich, endlich loswerden hier oben. Sogar die Straße können wir hier loswerden, das Stück. Hat das jetzt abgerissen? Ich hoffe nicht. Wir müssen aber trotzdem da hinten ran, leider. Ah, dann ist das auch schon wieder weg.
immer ein kleiner Fortschritt. Und jetzt müssen wir wirklich darum kämpfen, dass wir Geld machen, nicht wahr? Weil Geld ist jetzt das A und O. Die Straße können wir dann auch noch zumindest bis hier mit Kies bauen. Dann haben wir auch da nochmal eine Beschleunigung drin. Kirche haben wir ja. Und keine Professoren, die hier rüber schwappen. Das ist schlecht, 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 schlecht. Man müsste halt wirklich gezielt sagen, ich will zum Beispiel nur, dass der Bus 20% Arbeiter, 80% Professoren oder sowas transportiert. Ah, und hier können wir jetzt den Skin ändern noch. Ich finde das Dunkle eigentlich ganz gut, das passt. Krass, wusste gar nicht, das Gebäude... Ah, das heißt, es gibt auch Gebäudeskins. Oh, oh. Das meinen die immer mit Gebäudeskins. Ist mir noch nie aufgefallen da oben. Das heißt, ich lade manchmal Sachen runter, ohne sie zu benutzen, weil ich da oben irgendwo dann den Gebäudeskin ändern kann. Aber deswegen habe ich das meistens weggelassen, weil ich nicht wusste, wo das geht. Platz haben die auf jeden Fall. Studenten wohnen drin. Warten auf den Professor. Sehr viele. Aber es kommt kein Professor. Tja. Nicht so gut. Wir können auch sagen, der darf halt nur Professoren transportieren. Dann würden aber gar keine Arbeitskräfte hier hinkommen. Wäre genauso schlimm. Also wie wir es drehen und wenden, wir kommen da nicht drumherum. Aber das werden wir beim nächsten Mal klären. Bis dann.